Alles, was Sie über Sehenswürdigkeiten entlang der Autobahn wissen müssen, finden Sie auf diesen wunderbaren braun-beigefarbenen Schildern. Der Buchautor Frank Fischer aus Jena hat sich mal die Mühe gemacht und ist diesen Hinweisen nachgefahren. In 24 Stunden auf der A38 von Leipzig nach Göttingen. Er hat sie alle abgegrast und ein Buch darüber geschrieben. Die Südharzreise. Was für eine verrückte Idee. Tourismus à la Stop and Go. Da bleibt gerade mal Zeit für einen Espresso, wie hier in Lützen an der Nietzsche-Tankstelle. Kurzes Gedenken an eine Landschaft, wo Schwedens Held Gustav Adolf II. Fiel. Jeder Schwede weiß, wo Lützen liegt, aber weiß auch jeder Deutsche, dass Nietzsche nur wenige Kilometer entfernt an Röcken aufwuchs? Oder in Rippach der Gasthof etwas mit Goethes Faust zu tun hat? Unterhaltsam und mit nicht wenig Wissen ausgestattet, beschreibt Frank Fischer seinen Tourismusritt, dass man wirklich Lust bekommt, die Autobahn so ganz spontan und sei es für einen Augenblick zu verlassen. Wie in Sangershausen hinter der gigantischen Halde. Allein dafür lohnt es sich schon und wegen dem Rosarium, wo die schwarze Rose blüht, einer Schlef lebte und dem Kaffee Kolditz. Wenn man die Strecke mal abfährt, dann fällt einem die Dichte auf, all dieser Superlative. Also es gibt da das größte Denkmal Europas, die größte Pyramide Europas und lauter solche abenteuerliche Superlative. Und das an einem Tag mal zu erleben, sich dem mal auszusetzen, sozusagen wie in der griechischen Tragödie, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, ohne dass man dazwischen Zeit hat, das alles zu verarbeiten durch Schlaf oder so etwas, das wollte ich mal machen. Und das war als Experiment gedacht, um sich diesem Phänomen abstrakten Tourismus anzunähern. Eine Anspielung auf das, was sich die Tourismusindustrie so alles einfallen lässt, um Besucher anzulocken. Superlative, die oft über den Inhalten stehen. Am Kyffhäuser wirbt beispielsweise ein privater Betreiber mit einer Angela-Merkel-Büste, um den Erhalt des Hindenburg-Denkmals zu finanzieren. Kurioses, Schönes und Wissenswertes, all das liegt ganz nah an den Autobahnabfahrten. Wenn man denn abfährt. Und wenn, wie in diesem Sommer, garantiert jeder Tourismuspfad mit Fußball bespielt sein wird, eine Südharzreise auf der A38, wie Frank Fischer sie in 24 Stunden schaffte, mit seinem Reiseführer hat dieses Stop and Go dann doch einen gewissen Charme.